auf die Ernährung zu achten, gut zu schlafen und vielleicht mit dem Stress, so gut es geht, umzugehen, was natürlich zu allem gehört, aber auch zum Abgrenzen. Ne? So Ernährung macht ja auch viel aus, das unterschätzen auch viele Menschen, aber du bist, was du isst, und wenn du dich scheiße ernährst, fühlst du dich scheiße, und das hilft dir auch nicht weiter, dich irgendwie im Kopf klar zu haben und zu wissen, was man will und was man nicht will und wem man Ja sagt und wem man Nein sagen will. Ne? Und der Umgang mit Stress natürlich, ne? Also man kann auch, je besser man mit sich im Klaren ist und ausbalancierter ist, dass man auch mit seinem Stresspegel ein bisschen umgehen kann, ne? Oder sich auch mal darauf konzentrieren kann, ein bisschen früher ins Bett zu gehen, statt irgendwie noch um 1:30 nachts irgendwelche WhatsApp zu beantworten, weil irgendwer was will oder so. Ne? Das gehört halt alles dazu. Ihr müsst euch vorstellen, das ist alles ein Paket. Ja? Der Geist, Körper, hängt ja alles zusammen, und deswegen ist es auch übergreifend, ja. Und das sind so ein paar Punkte, wo ich glaube, dass die sehr wichtig sind. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr euch locker macht, wie ihr euch abgrenzt. Ach, eine Sache ist noch wichtig: Abgrenzung und Ablenkung ist nicht dasselbe. Also nur weil man sich irgendwie ablenkt, heißt das nicht, dass man sich im Kopf auch klar abgrenzt. Ja, das muss noch gesagt sein. Ablenkung kann helfen, sich abzugrenzen, aber ich finde nicht, dass das dasselbe ist. Ja, auch hier könnt ihr mal kommentieren, wie ihr das empfindet. Und ansonsten, Freunde, wie ich schon vorhin gesagt habe, also haut gerne in die Kommentare, welche Themen euch interessieren. Also wir können das ja gerne mal so machen. In der Zukunft werden ja immer wieder Videos gedroppt. Und ob es thematisch passt oder nicht, müsst ihr dann vielleicht selber entscheiden. Aber ihr kriegt oft Möglichkeiten, wo es auch einen offenen Raum gibt, um einfach Themen reinzuballern. Wenn es Sachen gibt, die euch interessieren, die ihr schon immer mal von einem Sozialarbeiter oder von einem Streetworker oder von einem Hip-Hop-Moderator wissen wolltet oder einfach nur von Burak, weil ihr mich sympathisch findet, dann haut es in die Kommentare. Dann gehe ich darauf ein in den nächsten Videos, und dann haben wir alle was davon. Dann hat auch alle und jeder was davon von Gib mir den Stoff, und dafür war die ganze Geschichte auch ursprünglich mal geplant. Ich sehe das hier wie eine kleine, schöne Family, und wir sind stetig am Wachsen, und das finde ich sehr, sehr cool. Jo. So viel dazu. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Wie immer, haltet die Ohren steif. Mein Name ist Burak, und von mir gibt es ein dickes Peace. Bis bald. Ciao.